Kannst du einen Satz machen? Es war ein Montagmorgen um 7:30. Da kommt schon noch was. Aber gar zaubern können wir halt auch nicht. Ja, ist schön, zum in Stanzi und da spielen. Ich komme aus Graubünden und meine Texte die spielen in Graubünden. Aber ich habe oft das Gefühl, so Gegenden wie Nidwalden, wie Obwalden, wie Stanz, wir sind uns, glaube ich, sehr ähnlich. Und auch die Themen, die meine Themen sind, das hat, glaube ich, auch hier eine grosse Aktualität. Ich glaube, meine Texte sind sehr musikalisch auch. Die ganze Musikalität von Sprache, der Rhythmus, das ist für mich wichtig. Und zusammenarbeiten mit einem Musiker ist für mich wie also Musiker die Möglichkeit, um noch gewisse Räume aufzutun, die ich selber nicht auftun kann. Nun, wir freuen uns, dass Roman Novka heute den international auftretenden Literaturstar, verzeih mir den Ausdruck, lieber Arno, musikalisch begleitet. Es ist interessant zu sehen, wie die Themen, auch wenn das Buch in Graubünden spielt, die Themen haben auch irgendwo anders die Dringlichkeit und die Bedeutung wie für uns auch. Zum Beispiel das Buch «Hinter dem Bahnhof». Das ist ein Buch, das ist oft passiert, dass mir Leute gesagt haben, sei es in Napoli oder in Holland, haben sie mir gesagt, ja, das ist wie meine Kindheit, das ist wie bei uns. Die Leute finden sich in den Büchern wieder. Es hat etwas mit ihnen zu tun. Was willst du machen? Ein bisschen Wasser hat's ja gegeben, sagt der Georg und richtet sein Käppi. All das nimmt, was kommt. Da kommt sicher noch was, aber gar zaubern können wir halt auch nicht. Immerhin liegt ein Film, so sieht's wenigstens aus wie im Winter. Ein bisschen Zucker auf den Bergen ist ja schon mal was. Also einfach das, was uns ausmacht als Mensch, es geht immer um Emotionen. Also ob in Tavanase, jetzt in dem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, oder in New York, ja, an beiden Orten hofft man, liebt man sich, zweifelt man. Also all die ganz Orgel an Emotionen, die es ausmacht, das findet man überall. Das ist nicht ortsabhängig. Ein Bügellift. Immer noch die ehrlichste Form, den Berg hochzukommen. 1934 in Davos zum ersten Mal angeworfen. Und zwar an Weihnachten, wie es sich gehört. Und seitdem läuft der Betrieb in Graubünden. Und sollte Petrus uns nicht den Zucker entziehen, wird das noch lange so weitergehen. Aber eben...